O meine Diener, ihr alle seid hungrig, außer jenem, den ich speise. O Diener Allahs, du denkst, Allah bräuchte dein Geld? Du denkst, Allah kümmert es, ob du betest oder nicht? Es gibt kaum eine Handbreite im Himmel, wo kein Engel ist, der sich nicht vor Allah subhanahu wa ta'ala niederwirft. Seit dem Augenblick, in dem die Engel erschaffen wurden, stehen sie vor Allah in ständiger Anbetung. Sie haben nie etwas anderes getan, außer dieser andauernden Sajda. Seit Millionen von Jahren. Und während sie vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, sagen sie: Ja Allah, vergib uns, da wir deiner Ibadah nicht gerecht werden. Wir beten dich nicht in angemessener Weise an. Und ich und du denken, dass Allah uns bräuchte? Menschen laufen umher voller Stolz. Meine Geschwister, Allah der Allmächtige braucht niemanden. Allah braucht niemanden. Im authentischen Hadith Qudsi sagt Allah subhanahu wa ta'ala: O meine Diener, ihr alle seid hungrig, außer jenem, den ich speise. Wenn du dir heute dein Mittagessen kaufst, denkst du, es war mein Verdienst, dass ich jetzt satt bin. Nein, du irrst dich. Allah hat dich ernährt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Der Vogel fliegt mit leerem Magen hinaus und kehrt mit vollem Magen wieder zurück. Wer hat ihn ernährt? Allah, la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: O meine Diener, jeder von euch ist ausnahmslos nackt, außer jenem, den ich kleide. Heute kauft sich eine Person Gucci-Schuhe oder eine Tasche von Louis Vuitton. Vor einigen Jahren trugen die Jungs noch Nike-Schuhe. Aber nein, heute trägt man keine Nikes mehr. Heute trägt man Lacoste und Gucci, um sich von der Masse abzusetzen. Voller Stolz und Arroganz denkt man, man sei etwas Besseres. Allahu Akbar. All dein Besitz drückt sich also in deinen Schuhen aus? Wenn deine Schuhe besonders sind, bist du etwa automatisch etwas Besonderes? Und wenn deine Schuhe nicht angesagt sind, bist du etwa automatisch Massenware? Bist du so oberflächlich geworden? Der Muslim schaut auf die eigene Kleidung, auf seine Uhr und das Auto, das er fährt, und bemisst danach seinen Platz in der Gesellschaft? Wenn das deine Meinung über dich und die Menschen ist, dann erinnere dich an die Worte deines Herrn. O meine Diener, jeder von euch ist ausnahmslos nackt, außer jenem, den ich kleide. Und weiter sagt Allah subhanahu wa ta'ala: O meine Diener, jeder einzelne von euch ist verloren, außer jenen, den ich recht leite. Wenn es um den Glauben geht, schaut der Bruder andere an und sagt: Diese Leute sind Kuffar, sie sind verloren, sie werden in der Hölle schmoren. Allahu Akbar. Jeder einzelne von euch ist verloren, außer jenem, den ich recht leite. Leg dein Kibbir ab, lieber Bruder, liebe Schwester. Leg diese Arroganz gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ab. Denn wallahi, niemand wird ins Paradies eintreten, niemand, nicht ein einziger, der auch nur einen Hauch an Arroganz in seinem Herzen trägt. Imam Muslim überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Derjenige, der auch nur einen Hauch von Arroganz in seinem Herzen hat, wird das Paradies nicht betreten. Der Bruder macht Hajj und wenn er zurückkommt, kannst du ihn nicht mehr mit Muhammad ansprechen. Du musst Hajj Muhammad sagen. Bruder, ich habe Hajj gemacht. Wenn es dir nichts ausmacht, nenne mich bitte Hajj Muhammad. Wirklich? Bruder, ich habe nicht umsonst 5000 Euro ausgegeben und mich 4 Wochen lang von der Dunya zurückgezogen, damit du mich einfach nur Muhammad nennst. Also Hajj Muhammad bitte. Denkst du wirklich, nur weil du in Mekka warst, bist du bei Allah etwas Besonderes? Ist das die Arroganz, die du Allah gegenüber hast? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte im authentischen Hadith zu seinen Gefährten: Zu den besten Menschen dieser Umma, zu den besten Muslimen dieser Umma, die ihr Leben für den Glauben Allahs gaben, die alles um Allahs Willen aufopferten. In seiner Ansprache sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu diesen Gefährten: Niemand von euch wird aufgrund seiner Taten das Paradies betreten. Allahu Akbar.
Heute siehst du Menschen, die sich selbst schon zu den Bewohnern des Paradieses zählen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte zu den Sahaba: Niemand von euch wird aufgrund seiner Taten das Paradies betreten. Niemand! Und sie fragten den Gesandten sallallahu alaihi wasallam: Selbst du nicht? Und er alaihi salatu wasallam sagte: Selbst ich nicht. Der beste Lehrer war Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der beste Vater war Muhammad. Der beste Ehemann war Muhammad. Die beste Gnade für die Menschheit war Muhammad. Der beste Gesandte, der jemals entsandt wurde, war Muhammad. Der beste Prophet, der eine Offenbarung empfing, war Muhammad. Das beste Geschöpf, das Allah subhanahu wa ta'ala jemals erschaffen hat, war Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt: Selbst ich nicht. Außer und nur, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich meiner erbarmt.